Da wir in den Norden gereist sind, um auf große Fische zu angeln, verwenden wir hochwertigstes und starkes Vorrachtmaterial. 70er Monofil ist perfekt für Mundschnüre beim Leichtpilgen. 90er passt für klassische Pilgvorfächer. 1,2 mm für Naturködervorfächer und für Mundschnüre, die scharfen Zähnen trotzen müssen. Genauso hochwertig geht's weiter. Sprengringe, Wirbel und Karabiner sind robust und erstklassig. Um starke Sprengringe aufzuziehen, ist eine Sprengringzange gefragt. Dazu kommt eine weitere Zange, um Fische abzuhaken, sowie sehr starke drehfreudige Wirbel der Größe 3-0 für Naturködermontagen. Perlen dienen als Lockmittel und Knotenschoner. Eine Auswahl an verschiedenen Pilgern darf nicht fehlen. Diese beiden Pilger wiegen jeweils etwa 125 Gramm. Den linken hat Rob bereits mit einem größeren Training umgerüstet. Rob tauscht die Drillinge nicht, weil sie von schlechter Qualität sind, sondern da er aus Erfahrung weiß, dass es hier sehr viele gierige Kleinfische gibt, die nach allem schnappen. Bestückt man einen kleineren Pilger mit einem großen Drilling, bleiben meistens eine oder zwei Spitzen des Drillings für noch größere Beute frei, auch wenn der Pilger von einem kleinen Fisch genommen wurde. Die Sprengringzange erleichtert das Öffnen von starken Sprengringen erheblich. Wir verwenden nur stärkste Sprengringe. Leichtere Modelle können aufbiegen oder brechen. So umgerüstet fangen auch leichtere Pilger weniger kleine Fische, da diese so einen großen Drilling nicht immer fassen können. Damit kann man gewissermaßen selektieren. Das sind unsere Pilger nach der Umrüstung. Wir haben die verschiedensten Typen und Farben dabei. Diese beiden sehen zwar überhaupt nicht ähnlich aus, sie benehmen sich jedoch nicht so unterschiedlich, wie sie aussehen. Beide verfügen über eine raumgreifende Aktion. Der obere Pilger ist wieder das Svenskepilg. Man muss ihn nur leicht anheben, kontrolliert sinken lassen und er scheint förmlich zu schwimmen. Der Sölfpilg unten sinkt sehr schnell und gerade, ideal für tiefes Wasser und schnelle Treffer. Beifänger sind fast immer wichtig. Sie bieten nicht nur zusätzliche Haken, sondern machen die ganze Präsentation unter Wasser für große Räuber interessanter. Beim Kauf von fertigen Systemen sollte man peinlichst genau auf die Qualität der Komponenten und Knoten achten. Denn der Zug, der in einem Pilgvorfach herrscht, ist nicht unerheblich. Ehrlich gesagt, Rob bindet seine Vorfächer zur Sicherheit meistens selbst. Es sei denn, er angelt gerade auf Köderfische, Makrelen oder Heringe. Hier sieht man das Zusammenspiel zwischen Rudblank und korrekt angestellter Rollenbremse. Die Bremse ist so eingestellt, dass sie Fluchten und Schläge abfedert, sobald der Blank voll belastet ist. Der Fisch wird mit regelmäßigen Pumpbewegungen herangedrillt. Die Rudenspitze wird nicht gesenkt, sondern förmlich nach unten gekurbelt. So bleiben Zug und Spannung auf den Fisch immer gleich. Auch mittelgroße Fische sind in der Lage, schwache Komponenten zu zerstören. Dann verliert der Angler nicht nur den Fisch, sondern auch den Pilger und noch schlimmer, wertvolle Angelzeit. Zudem muss sich der Fisch mit abgerissenem Fanggerät quälen. Zuverlässige Komponenten sind wir also nicht nur uns selbst gegenüber schuldig. Dieser mittelgroße Dorsch wurde nur leicht in der Haut oberhalb des Auges gehakt. Hätte man ihn mit schwerem Gerät oder einer zu stark eingestellten Bremse gedrillt, wäre er wahrscheinlich ausgeschnitzt. Solche typischen Nockner-Dorsche rauben aktiv im Mittelwasser und sind deshalb schlank und schnell. Uns hat es viel Freude bereitet, seine Bekanntschaft zu machen und wir setzen ihn schon zurück.
Das Angeln mit großen Gummifischen ist für Meeresangler relativ neu. Deshalb allerdings nicht weniger erfolgreich. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Basisversionen. Jigköpfe wie der Giant Jighead, die schwer genug sind, um den allergrößten Gummifisch auf Tiefe zu bringen, und Gummifische mit einer eingegossenen Beschwerung. Der Giant Jighead ist eine Entwicklung des versierten Meeresanglers Volker Dabutz und wird in Deutschland von der Firma Balzer vertrieben. Der Bleikopf des Jigheads dient nicht nur der Beschwerung, sondern er funktioniert, wenn man ihn an der hinteren Öse anbindet, ähnlich wie ein Vertikalpilger, und verleiht dem Köder zusätzlichen Reiz. Man kann die Jigheads einfach an einen Karabiner einklinken. Sicherer ist es aber, sie an einer kurzen Mundschnur direkt zu montieren. Die Mundschnur hängt man in einen Karabinerwirbel an der Hauptschnur. Normale Jigköpfe kann man im Meer genauso wie im Süßwasser mit einem Zusatztraining ergänzen. Auch hier ist der Jigkopf an eine starke Mundschnur gebunden. Die Giant Jigheads sind sehr erfolgreich, besonders wenn man sie nahe am Grund fischt. Bei den Gummis sind Farben und Muster oft wichtig. Schwarz ist sehr gut und fängt meist im Mittelwasser zufriedenstellend. Vor allem Köder mögen diese Farbe. Schwarz wirkt gut auf Dorsche, insbesondere wenn die Fische kleine Köder jagen. Bei diesem Drill sieht man genau, wie der Blenk und die Rollenbremse perfekt und gleichmäßig zusammenarbeiten. Diese Spinnrute ist ein Modell, das im Süßwasser auf Hecht und Wels eingesetzt wird. Sie arbeitet mit einem großen Spektrum an Ködergewichten und ist Robs Lieblingsroute für diese Art des Angelns. Auch dieser Dorsch konnte dem kleinen Schwarzen nicht widerstehen. Verhängnisvoll für ihn, aber ein Glück für uns. Wenn möglich, verwenden erfahrene Angler weder ein Gaff noch Kescher. Für den Fisch ist der Kiemendeckelgriff viel schonender. Dieser Fisch hatte während des Drills keine Probleme mit dem Druckausgleich. Das hängt auch mit der sorgfältigen Drillweise zusammen. Die Fische erleben kein Barotrauma, sodass man sie problemlos wieder zurücksetzen kann. Ungewöhnlich für viele deutsche Angler, aber in anderen Ländern üblich. Dieser Fisch hat einen Giant Jighead quasi inhaliert. Holger zählt Jigheads zu seinen Lieblingsködern und man sieht auch weshalb. Holger stammt aus Deutschland, wohnt aber seit einigen Jahren in Nordnorwegen und ist hier sehr glücklich. Auch wir haben in Skjervøy genau das gefunden, wonach wir suchten. Einen Ort mit genügend Fischreichtum, um alle unsere Methoden vorzustellen. Die Fische sind groß und wehrhaft und dieser hier versucht die Garob zu releasen. Aber Sie können sicher sein, beide schwimmen wieder. Die Fische, nicht Rob oder Holger. Ob mit Gummiköder oder Pilger, hier kommt jeder Angler zu seinem Fisch. Es gibt nicht nur Kunst- und Naturköder. Seit einiger Zeit bietet der Fachhandel unter dem Namen Galb immer mehr künstliche Naturköder an. Es gibt sie als weiche Platte oder in Form verschiedener Fische und anderen Meerestieren. Galb wird in handlichen Paketen angeboten, riecht aber nicht wirklich gut. Na, letztendlich sollen es die Fische mögen, nicht die Angler. Wir jedenfalls fanden es gut, dass sich das Paket wieder verschließen lässt. Rob hat schon einige Erfahrungen mit Galb gesammelt und findet, dass vor allem Blattfische wie Flundern und Schollen manchmal darauf versessen sind. Wir montieren den Galb-Tintenfisch an einem Panel-Rig. Denn wir wollten wissen, ob Galb wie ein ganz normaler Naturköder fängt. Es sieht jedenfalls gar nicht so schlecht aus. Prompt fingen wir einen schönen Lump, der den unbewegten Köder genauso nahm, wie er auf einen Naturköder hätte beißen können. Galb funktioniert, jedenfalls auf Lump. In den nächsten Tagen testen wir die verschiedenen Galbköder, manchmal an einem Paternoster oder an einem Jighead.
Wir fingen so ziemlich alles damit. Somit ist Galb auf jeden Fall eine interessante, fängige Alternative zu Naturködern und einfach zu beschaffen. So kleine Fisch, merkt ihr diesen Geschmack? Da kleine Köder in Norwegen allgegenwärtig, leicht zu fangen und für alle Fische eine gewohnte Beute sind, werden sie oft als Naturköder verwendet. Heringe und Makrelen sind auch erfolgreich. Läng mögen Hering ganz besonders und Steinbeißer scheinen oft Makrelenstückchen zu bevorzugen. Hier wird ein kleiner Köder in einem Panel-Rig angeködert. Es gibt ein paar wenige Punkte zu beachten. Die Haken sollten nicht zu klein gewählt werden, sonst kann der Köder den Haken abschirmen, sodass Fische nicht gehakt werden. Beim Anködern muss der Angler auf Symmetrie achten. Sonst kann sich der Köder beim Absinken drehen und das Vorfach böse verheddern. Verwendet man wie hier ein Stück Kupferdraht, bleiben die Hakenspitzen frei. Hier geht das mit einem Kabelbinder. Das gelingt sehr einfach und der breite Kunststoff findet guten Halt. In letzter Zeit hat man damit angefangen, verhältnismäßig dünne Mundschnüre mit einem Kunststoffschlauch zu schützen. Es ist jedoch sicherer, von vornherein starkes Monofil zu verwenden. Dieses 1,2 mm starke Material ist noch einfach zu knoten und stark genug, um einen Heilbutt oder Längbiss zu trotzen. Manche Köder sind zu groß, um sie ganz zu verwenden. Zudem ist ein Filet oft sehr verführerisch. Es flattert in der Strömung und gibt viele attraktive Geruchsstoffe frei. Um die Wirkung zu verstärken, werden Köderfische nur abgeschlagen. Damit bleibt das Fleisch blutig. Hier wird eine Pilzkute innerhalb von ein paar Minuten auf Naturköder umgerüstet. Mit einem simplen Trick kann man den Köder mit einem Kabelbinder sichern. Rechts und links von der Stelle, wo der Hakenschenkel liegen soll, schneidet Rob mit einem Filetmesser zwei kleine Schlitze. Jetzt wird das Filetstück angeködert, am besten immer durch die Fleischseite zuerst. Wenn beide Haken sitzen, kann man den Köder sichern. Der Kabelbinder wird durch das Filet und um den Haken gefädelt und festgezogen. Ein Kabelbinder hält den Köder viel sicherer als Kupferdraht, der in solchen Fällen oft einreißt. Jetzt nur das freie Ende abschneiden und der Köder ist fertig. Jetzt wird der Pilger gegen die Naturködermontage gewechselt. Als erstes den Pilger abmontieren. Mit einem Maxi-Boom muss man den Wirbel nicht entfernen, um den Durchlaufboom anzudrehen. Die Hauptschnur oder in diesem Fall das Dehnungsvorfach wird einfach um die zwei Klammern gefädelt, ein Gewicht eingehängt und schon ist der Boom befestigt. So erhält man eine Laufmontage. Wenn ein Fisch den Köder nimmt, spürt er keinen Widerstand. Die Mundschnur wird eingehängt und alles ein letztes Mal geprüft. Zwei Hakenmontage, schön befestigt hier. Schön fest. Jetzt kann die Montage versenkt werden. Alles hat weniger als 5 Minuten gedauert und das Fischen geht weiter.
Fast noch schneller kam der erste Biss. Ein kurzer Anschlag und Rob durfte einen Lump hochrufen. Lump sind fast allgegenwärtig in Nordnorwegen. Fische dieser Größe sind keine großen Kämpfer, aber in der Küche immer willkommen. Sie besitzen sehr festes, weißes, fast zartrosafarbenes Fleisch und sind sehr delikat. Der Lump spricht sehr gut auf Naturköder an. Bei einem Naturködervorfach kann man auch einen großen Twister aufziehen, was dem Köder mehr Reiz verleiht. So etwas finden Leng und Halbut oft interessant. Fischt man mit schweren Gewichten in tiefem Wasser, ist eine große Multi mit Hebelbremse von Vorteil. Damit lassen sich schwere Gewichte, große Pilger sowie große Fische gut kontrollieren. Es gibt die verschiedensten Methoden, um Naturködermontagen zu befestigen. Hier ist ein Panorig an einem 30 cm langen Seitenarm befestigt. Beim Absinken hält er die Montage von der Hauptschnur entfernt und verhindert Verhedderungen. Das gilt genauso für den großen Durchlaufboom. Statt zwei großen Einzelhaken kann man beim Naturköderangeln auch einen Drilling verwenden. Ein großer zuverlässiger Wirbel ist immer wichtig und funktioniert beim Einsatz eines Durchlaufbooms wie ein Stopper. Große Twister verleihen einem Köder zusätzlichen Reiz, genau wie ein Pilger, der auch das Gewicht ersetzen kann. Das sind die verschiedenen Durchlaufbooms. Der Messing-Durchlaufboom ist robust und verlässlich und der Maxi-Boom lässt sich montieren, ohne den Wirbel abzuschneiden. Oder hier der kleine Zipslider, der wie ein groß geratener Knopf aussieht und den kleinsten Durchlaufboom darstellt. Oder der große Seitenarm. Daran wird die Mundschnur fest montiert. Sie eignet sich auch für das Führen von Gummifischen ohne Beschwerung.